Gut, jetzt können wir uns, ich glaube, wieder dieser komischen Kanufahrt widmen, weil, oder? Nee, Moment. Ich glaube, da bekommen wir eine Rubine. Also das schlage ich aber dann vielleicht nochmal als Spieleberater nach. Andere Sachen, die wir machen könnten, machen sollten, eventuell. Nebenbei bemerkt, ich habe 540 Rubine. Müssen wir bald mal wieder ein paar ausgeben. Eine Sache, die ich auf jeden Fall hier noch machen will, ist nämlich das hier hinten. Angelteich. Angeln mit Pose und Köder. Anfänger willkommen. Kompetente Begleitung wird gestellt. Jo. Öffnen. Dieser Angelteich wurde mir ja auch schon vor geraumer Zeit, ich glaube von Nixon 82, nahegelegt. Und er hat durchaus recht, denn hier kann man ein paar lustige kleine Sachen machen. Und zunächst einmal ist festzuhalten, dieser Angelteich, der verändert sich. Je nachdem, wann man hier reingeht oder wie man hier reingeht oder so. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls ändert sich die Jahreszeit hier am Angelteich. Also das hier müsste momentan Frühling sein, weil man sieht eben diese komischen Kirschblüten oder was auch immer. Und ja, es gibt eben noch Sommer und Herbst. Gibt es den Winter hier auch am Angelteich? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kann man hier schön angeln. Und Angelteich. Angeln mit Pose ist frei. Für Angeln mit Köder bitte im Geschäft nachfragen. Sinkköder verboten. Okay, hier. Ja, hier kann man sich jedenfalls umgucken. Und hier am Angelteich kann man zwei Gegenstände in jedem Falle mitnehmen. Und alles darüber hinaus müssen wir mal gucken. Also, ich weiß nicht genau. Naja, wir werden es herausfinden. Zunächst einmal gehen wir aber hier rein in den komischen Angelladen. Haben die hier überhaupt offen? Also, sieht so aus. Wow. Interessant. Wirklich. Herzlich willkommen. Oh, hallo. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Mir gehört dieser Angelteich. Sina ist mein Name. Schön, dass du hier bist. Jo, schön, dass ich hier bin. Interessant. Ja, interessanter. Komisch. Oh ja, das sind irgendwie anscheinend. Das ist der 56er Hyrule-Barsch, den ich gefangen habe. Ach was. Er ist nicht sonderlich groß, aber ich hatte mich so gefreut, ihn genau nach Plan zu fangen, dass ich ein Foto gemacht habe. Aha. Man kann sich andere Fotos auch noch so angucken, oder? Tatsächlich. Das ist meine Schwester mit dem 43er Hyrule-Barsch, den sie gefangen hat. Sie heißt übrigens Tina. Du warst bestimmt schon bei ihrem Bootsverleih. Oh ja, das war ich. So, was haben wir hier? Das ist der erste Hylia-Hecht, den ich hier gefangen habe. Ganze 72 Zentimeter. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Interessant. Du bist? Das ist mein Bruder Koro und der 63er Ordon-Wels, den er gefangen hat. Der einzige wirklich schlechte Angler unserer Familie und der einzige, der es nötig hat, Sinkköder zu verwenden. Und das hier, das ist. Das ist einer von Hyrules legendären Anglermeistern. Schau mal, er hat eine Hyrule-Grundel. Vielleicht ist er einer meiner Vorfahren. Das glaube ich zumindest. Es gibt keine wirklichen Beweise. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also wenn euch dieses Bild, ja, bekannt vorkommt, halt Moment, sie hat was anderes gesagt. Hyrules legendäre Angler. Ich wünschte, ich wäre in jener Zeit geboren. Also wenn euch dieser schmucke Kerl bekannt vorkommt, ja, das ist der Angler aus Ocarina of Time. Kleines süßes Easter Egg an der Stelle. Ist ganz witzig, wenn man sich das tatsächlich mal so vor Augen hält. So, hier haben wir irgendwelche Fische. In diesem Aquarium bewahre ich die Fische meiner Kunden auf. Im Moment sind nur ein paar Grünkiemen da drin. Wenn du Grünkiemen drin. Wenn du andere Fische gefangen und behalten hast, bewahre ich sie hier auf. Aber es dürfen auch nicht so viele gefangen werden. Deshalb bewahre ich immer nur den größten von einer Art auf. Ah ja, interessant. Gut. Schön. Und du? Ja, was machst du hier so ganz allein? Beziehungsweise, was ist das denn? Süß, oder? Meine kleine Polly. Manchmal spricht sie auch. Polly will den Keks. Polly will den Keks. Ja. Du möchtest also mit Köder angeln? Das kostet inklusive Kanu 20 Rubine. Die Zeit ist nicht begrenzt. Willst du? Oh Okay. Heute bekommst du als besonderen Service eine Begleitung umsonst. Also gehen wir. Wow, super. Begleitung. Juhu. Oh mein Gott. So. Das ist wirklich witzig, ja. Jetzt ist man also hier auf diesem Kanu unterwegs und, wie gesagt, also Perspektive und das war auch einer dieser Momente tatsächlich. Ich habe das ja anfangs der Wüste mal geschildert und der Wüstenburg so einigermaßen, dass dieses Spiel tatsächlich so ein paar Momente eben einfach hat, wo ich mir denke, wow, das macht einfach unglaublich Spaß, wenn man sich das anguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Angelteichsequenz jetzt hier, wenn man mit hier so ein kleines bisschen hier rumpaddelt, das hat auch etwas für sich. Also ich mag das ungemein. Das ist so richtig, wow, es bringt irgendwie Atmosphäre ein bisschen rüber.
Aber gut, davon mal abgesehen, versuchen wir jetzt einfach mal einigermaßen dieses komische Kanu hier zu steuern. Und ich muss eigentlich, ja, eigentlich muss ich das mal richtig machen. Moment. Einmal anvisieren. Ihr seht jedenfalls das dort oben, was ich haben will, hoffentlich. Dort ist ein Herzteil. So. Auswerfen mit C. Und nein. Nein, 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 nein. Ja, einrollen. Dup, 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 dup. Ja, da hinten will ein Fisch irgendwas, aber ich will nichts von den Fischen. Ich will mein Herzteil. So, Moment, zurück. Genau. So, ein bisschen näher paddeln. Dann auswerfen. Und ja. Dup, 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 dup. Ich will mein Herzteil. Hurra! Was ist das denn? Ein Herzteil? Wessen Herz hast du denn da geangelt? Du Draufgänger. Ach, Detail. Keine falsche Bescheidenheit. Du darfst es ruhig behalten. Ja, ich darf es behalten. Ich habe ein wunderschönes Herzteil bekommen. So, und dann habe ich jetzt, glaube ich, auch einen Herzcontainer mehr, ne? Hatte ich vorhin schon 15? Ne, ich glaube nicht. Deswegen, ich habe jetzt 15 Herzteile. So, das ist das eine Wichtige, was man jetzt tatsächlich im Angelteich bekommen kann. Das andere ist jetzt hier irgendwo versteckt und ich habe leider keine Ahnung, wo es sein könnte. Ich glaube. Ist das hier hinten irgendwo? Andere Sache, die ich mich halt frage, für das Let's Play jetzt allgemein, und da könnt ihr mir gerne auch Bescheid sagen, es gibt ja noch dieses Fangbuch, wo man sehen kann, was für Fische man gefangen hat. Soll ich das Fangbuch auch noch komplettieren, irgendwie in diesem Let's Play oder nicht? Ist halt so eine Sache. Ey, mein, ist jetzt mehr oder minder spannend vielleicht, wie ich hier die ganze Zeit so ein ganz kleines bisschen angle und mich so Abmühe, irgendwie kleine Fische anzulocken, so kleine Fische wie den da. Dup, dup, dup. Hallo, hallo, mein Fischi. Oh, mein Fischi. Hoppidi, hoppidi. Ja, wo ist denn mein Fischi? Da sind übrigens auch kleine Quarkenten. Das finde ich lustig. So, wo ist mein Fisch? Ja, diese dummen Fische, irgendwie, die beißen nicht an. Warum beißen die nicht an? Warte, bote, bote. Ja, los, komm, 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 der bote, bote. Na, ich will eine Ente angeln. Ente, heute Abend gibt's Ente. Ja, dap, 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 dap. Wo ist meine Ente? Ich will meine Ente haben. La 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 la. Naja, zu Beginn gibt uns die gute Sina jedenfalls auch nur einen Köder hier am Angelteich. Man kann später noch andere Köder bekommen, auch noch so Köder, die ein ganz kleines bisschen, ja, tiefer sinken. Jetzt nicht diese verbotenen Sinkköder, sondern, ja, keine Ahnung, das sind halt so Köder, mit denen man Fische angeln kann, die ein bisschen weiter unten im See tatsächlich leben, wohnen, was auch immer. Und ja, ist. Wäre ja nun auch irgendwie ganz witzig, diese ganzen Fische irgendwie zu angeln, wenn man denn lustig wäre. Also man kann hier bestimmt eine ganze Menge Zeit irgendwie verbringen. Jetzt bin ich mir aber. Was möchtest du? Aufhören zu angeln. Ja. Willst du wirklich aufhören? Ja, wir wollen aufhören. So, in erster Linie war es nämlich wichtig, das Herz halt zu bekommen. In zweiter Linie ist es wichtig, wenn ich mir jetzt was anderes besorge. Ach, schon fertig? Diesmal wohl nicht so erfolgreich? Na, da kann man nichts machen. Lass den Kopf nicht hängen. Beim nächsten Mal fängst du bestimmt etwas. Bestimmt. So, wenn ich denn Lust drauf hätte. Andere Sache, kann man nicht hier noch irgendwas machen? Ja. Oh, du hast es entdeckt. Dieses Spiel habe ich selbst entworfen. Es heißt Murmelslalom. Ein Versuch kostet 5 Rubine, aber wenn du die Kugel bis ins Ziel bringst, bekommst du 10 Rubine. Und, willst du es mal probieren? Ja, klar, haben wir das auch mal gesehen. Die Regeln sind total einfach. Rolle die Glaskugel mit dem Joystick innerhalb der vorgegebenen Zeit bis ins Ziel, ohne dass sie herunterfällt. Mit Hilfe von kannst du deine Blickwinkel verändern, sollst du von Zeit zu Zeit ausnutzen. Alles klar, drücke A, um zu starten. Fertig, go. Okay, so. Hoppla. Oh, Game over. Willst du nochmal? Ja, das war jetzt zu schnell. Das Ganze hat jetzt so ein ganz kleines bisschen was von Kororimpa, wenn das irgendjemandem was sagt. Das ist ein Spiel. Wow, welches für die Wii erhältlich ist, das ist, ja, in Kororimpa geht es tatsächlich nur um solche Geschichten, also dass man eine Kugel auf einer vorgegebenen Bahn irgendwie ins Ziel befördern muss. Also auch ein ganz lustiges Spiel, habe ich damals für, keine Ahnung, 20 € oder so gekauft, kann man sich mal einen Nachmittag mit vertreiben. Und, wow, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das hier jetzt in der GameCube-Version relativ einfach sein müsste, weil das kann man ja ganz in Ruhe mit dem Joystick machen. In der Wii-Version würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass man das mit der Wii-Fernbedienung also so ein bisschen kippen muss und so. Und das stelle ich mir ungeheuer schwierig vor. Aber ich merke gerade, mit Joystick ist es auch gar nicht so einfach. Außer man macht es vielleicht so vorsichtig wie jetzt. Geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Bitteschön, dein Preis! Bis du das nächste Mal kommst, werde ich eine neue Strecke bauen. Aha, interessant. Jo, könnte man ein paar Mal machen. Wenn man alle Strecken dann tatsächlich freigeschalten hat, bekommt man von Sina einen neuen Köder, den man dann eben für das Angeln hier benutzen kann. So,
Jetzt möchte ich aber tatsächlich noch einen weiteren Gegenstand holen, der hier am Angelteich irgendwie verborgen sein soll oder so. Mal gucken, ob ich ihn auch tatsächlich finde. Haltet die Natur sauber. Müll gehört nicht in den Teich. Schützt die Natur für ein, Entschuldigung, für einen sauberen Teich, in dem sich die Fische wohlfühlen und an dem der Angler gern verweilt. Ja, was soll uns das sagen? Nun ganz einfach, dass hier irgendwo etwas sein könnte. Ich weiß gar nicht, können wir es irgendwie so holen? Bob, 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 wenn wir jetzt so basishalber mal mit Eisenstiefeln hier rumlaufen. Zack. Dab, dab, dab. Nee. Nö. 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 Ich glaube fast, wir müssen wirklich angeln. Na gut, okay. Also dann. Wir holen unsere wunderschöne Angel raus, die hier irgendwo ist. Angel mit Ohrringen. So. Und wir wollen... Ja, was wollen wir? Wir wollen hier angeln. Und hoffen, dass wir irgendwo tatsächlich etwas finden. Irgendwo. Ich weiß ja nicht. Es kommen auch irgendwelche Fische an. Zack. Super. Bekommen wir jetzt... Ne, wir angeln jetzt erstmal Fische, ne? Wo ist das? Ein Ordon-Welt. 37 cm. Heimisch in Ordon. Drücke Start. Lass ihn frei durchdrücken von A. Das ist cool. Eigentlich war ich mir aber fast sicher, dass dieses komische, also dass das, was ich suche, irgendwo hier ist. Aber das kann jetzt natürlich wieder eine gefühlte Ewigkeit tatsächlich dauern, bis ich es finde. Super. Jo. Ist Spitzenklasse, ich glaube auch. Ah, genau, das habe ich gesucht. Eine leere Flasche. Flaschen kannst du immer gut gebrauchen. Und du tust auch noch etwas für die Umwelt. Yep. Drücke A, bla bla bla. Das waren jetzt nämlich die vierte Flasche in unserem Abenteuer. Das ist cool, jetzt haben wir alle vier Flaschen. Uhu, und da können wir jetzt auch eine Fee oder sowas, glaube ich. Im nächsten Dungeon packen wir da eine Fee rein. Das ist super. Perfekt, gut. Wir haben das Herzteil hier bekommen. Wir haben den, ja Quatsch, die Flasche hier bekommen. Und es steht uns eben die Option offen, ob wir das Murmelspiel weitermachen wollen und weiterhin hier Fische angeln wollen. Aber das lasse ich, da lasse ich euch entscheiden. Keine Ahnung, ob ihr das dann nochmal sehen wollt oder nicht. Ob wir uns den Angelteich dann in Zukunft nochmal angucken oder nicht. Für den Moment soll es das an der Stelle gewesen sein? Nee, keine Ahnung. Ich mache mich jetzt... mit Hilfe des Spieleberaters auf die Suche nach den nächsten Gegenständen, die wir einsammeln können. Wir sehen uns dann also gleich wieder. So, jetzt sind wir in Kakariko unterwegs, weil zum einen hier in der Nähe wieder ein Herzteil sein soll, was ich einsammeln will. Zum anderen wollte ich mal wieder Maromarkt vorbeischauen. Du hast etwas für die Sammlung gegeben, oder? Ich merke, solche Dinge musst du wissen. Aber mein Junge kommt gar nicht aus Hyrule-Stadt zurück, obwohl doch die Brücke jetzt repariert ist. Also dieser Junge, der steckt jetzt bestimmt am östlichen Tor in irgendwelchen Schwierigkeiten. Wenn doch nur einer den Jungen mit Quellwasser übergießen würde, damit er wieder zu Kräften kommt. Was meinst du, wirst du es tun? Ach so, ja gut, das könnte man natürlich auch machen. Dann haben wir die kleine Sidequest auch hinter uns. Na gut. Wirklich? Na gut, ich zähle auf dich. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser ab. Du solltest dich also besser beeilen. Igitt. Okay. Und nu bekommen wir was genau geschenkt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Igitt, Ebene von Hyrule. Ja. Lauf, lauf, lauf. Wir müssen irgendwie dort hinten hin. Irgendwie dort hinten zur Brücke. Und ich glaube, so habe ich das beim letzten Mal diese. Also so habe ich beim letzten Mal diese Situation gelöst. Ich bin nämlich irgendwo hier am Rand entlang gelaufen und habe mich dann so langsam aber sicher zur Brücke gekämpft. Das Problem ist nämlich, wenn man, ja, wenn man sich irgendwie, genau, wenn dann irgendwie diese Gegner kommen und so, dann macht das wenig Spaß. Und wenn dann diese Gegner noch kommen und so weiter und so fort, das macht immer weniger Spaß. Was ist das hier? Wenn ich getroffen werde, verliere ich das Ding dann sofort oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich will doch nur irgendwie, nein, 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 nein. Nein, nein! Ich hasse Vögel, ich hasse komische Kürbisviecher, ich hasse sie alle. Ihr leckt mich doch. Okay, gut. Also ich hole mir jetzt neues Quellwasser, wir sehen uns dann gleich wieder.